Wählen Sie Kalender im Hauptmenü aus. Der Kalender muss mit einem Google-Account verbunden sein. Klicken Sie auf Mit einem Google-Account verbinden und melden sich an. Oben links sehen Sie, welcher Google-Account verwendet wird. Wenn Sie den Account wechseln möchten, drücken Sie auf Abmelden. Dann können Sie sich mit einem anderen Google-Account anmelden. Um ein neues Ereignis im Kalender hinzuzufügen, klicken Sie direkt auf einen der Tage im Kalender oder klicken Sie auf Ein neues Ereignis hinzufügen. Zuerst müssen Sie ein Datum und eine Zeit auswählen, wann das Ereignis beginnen und enden soll. Um ein Datum auszuwählen, klicken Sie auf das Kalendersymbol, dann öffnen sich alle Daten. Klicken Sie auf das gewünschte Datum. Um die Uhrzeit auszuwählen, in Stunden und Minuten, können Sie die Uhrzeit direkt eingeben oder mit den Hoch- und Runterpfeilen auf der Tastatur zu der entsprechenden Uhrzeit scrollen. Um einen Alarm hinzuzufügen, klicken Sie auf das Kästchen. Hier müssen Sie entscheiden, wie viele Minuten, Stunden oder Tage vor dem Ereignis der Alarm ertönen soll. Wenn Sie mehrere Alarme hinzufügen möchten, drücken Sie auf das Plus. In der Zusammenfassungsbox geben Sie dem Ereignis einen Titel. Dies ist zwingend notwendig. Sie benötigen einen Titel, um das Ereignis speichern zu können. Unter Routen verbirgt sich eine Liste aus Routen, die bereits erstellt wurden. Wenn Sie möchten, dass eine spezielle Route mit dem Ereignis verbunden wird, können Sie diese Route aus der Liste auswählen. Das ist jedoch kein Muss. Im Beschreibungsfeld können Sie das Ereignis detaillierter beschreiben. Aber auch dies ist kein Muss. Hier können Sie ein Bild oder ein Video dem Ereignis hinzufügen. Ziehen Sie ein Bild oder ein Video in das graue Feld und lassen es los. Oder klicken Sie auf das Feld, um Zugriff auf die Dateien auf Ihrem Computer zu erhalten. Wenn Sie möchten, dass das Kalenderereignis automatisch wiederholt wird, klicken Sie hier. Sie können wählen, ob das Ereignis täglich, wöchentlich oder monatlich wiederholt wird. Sie können den Ereignissen auch Hinweise hinzufügen. Klicken Sie dafür auf Hinweise. Hier können Sie Hinweise erstellen, indem Sie einen Text schreiben, Bilder, Videos oder Sprachaufnahmen hinzufügen. Schriftliche Hinweise sind zwingend erforderlich. Bilder, Videos oder Sprachaufnahmen dagegen optional. Hinweise können Sie hier im Textfeld schreiben. Ziehen Sie ein Bild oder ein Video in das graue Feld und lassen es los. Oder klicken Sie auf das Feld, um Bilder oder Videos von Ihrem Computer hochzuladen.
Sprachaufnahmen können Sie machen, indem Sie auf den Aufnahmeknopf drücken. Wenn Sie die Aufnahme unterbrechen wollen, drücken Sie auf Stopp. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie auf Hinweise hinzufügen. Jetzt sind die Hinweise zum Kalenderereignis hinzugefügt. Sie können zu einem Ereignis verschiedene Hinweise hinzufügen. Wenn Sie ein Video hochladen möchten, muss das Video im MP4-Format sein und darf eine Größe von bis zu 50 MB haben. Eine andere Möglichkeit für Videos ist, ein YouTube-Link in das Videoeingabefeld einzufügen. Fügen Sie den Link hinzu und drücken Sie YouTube-Link hinzufügen. Klicken Sie auf Speichern. Jetzt ist das Ereignis in Ihrem Kalender gespeichert und erscheint auch in der Poseidon-App auf dem Smartphone des Benutzers.